Aber hier ist so mittlerweile schon wieder recht gut, muss ich sagen. Schon wieder alles recht. Na gut, einigermaßen weg. Aber noch nicht besonders. Ja, ab und zu hier und da reiße ich aus Versehen auch noch ein kleines Stück Straße immer mit weg. Da muss ich dann gleich mal gucken, dass ich die da auch wieder hinklatsche. Aber eigentlich war es auch eine ganz schöne Katastrophe. Boah, wir haben 263 Trümmer. Na gut, weil auch fast jedes Haus kaputt ist, weil wir fast überall so einen reingetrieben haben. Ne, also, naja, hier hinten ist noch irgendwo sowas. Boah, diese rot blinkende Stadt, ey. Okay, wir kümmern uns jetzt erstmal hier um die Fertigstellung da von diesen Baracken hier auf dieser Seite. So, so, so. Wieso ist hier zu langsam? Hier ist auch noch ein verlassenes Gebäude gewesen. So und so. So. Die sind alle weg. Hier ist auch noch so was. So. Soweit haben wir die hier auch alle dann beseitigt. Okay. Überall sind noch so immer so Einzelte zwischen, stört so ein bisschen. Der Krankenwagen von Prärieland kommt mit Blaulicht zur Hilfe. Schön, dass der auch mal irgendwann wieder da ist. Na gut, die müssen jetzt halt auch ein bisschen umlagern, weil die ganzen Verletzten und so, ne? Nach so einer Katastrophe, die kommen jetzt bestimmt auch in die andere Stadt. Jetzt sind bestimmt auch die abbrechen. Den Park bitte erstmal nicht abreißen. Hä, ach so, der liegt in Trümmer, ne? Ja gut, komm, dann mach. Wenn der auch in Trümmer liegt, dann müssen wir den ja leider abreißen. Das sind halt Trümmer, ne? Ja, jetzt hakt's einmal ganz kurz. So. Hier ist ja jetzt schon recht sauber dann wieder. Ein Stück ist ja jetzt schon wieder echt recht sauber. Muss ich sagen. Wenn auch nicht allzu besonders viel. Naja, was soll man tun? Hier ist die ganze... Boah, hier ist so eine ganze Hall, alles kaputt. Ich muss halt noch The Walking Dead aufnehmen. Muss ich auch noch machen. So, baut einfach einmal neu. So, ist bestimmt alles hier verseucht jetzt irgendwie mit irgendwelchen... Keine Ahnung, irgendwelchen Chemikalien und so alles. Total verseucht und so. Ja, komm. Aber guck mal hier, recht viel haben wir sogar jetzt schon beseitigt, muss ich sagen. Das ist jetzt schon recht super. Da können schon überall wieder welche einziehen, neue Bewohner. Aber es hat uns einmal Spaß gemacht und darauf finde ich, komm es jetzt gerade einfach einmal an. Ich finde, das musste jetzt einfach einmal sein, komm. Einmal haben wir so einen Spaß am Ende des Projekts. Also bei Part 50 werden wir wahrscheinlich sowieso nochmal beide Städte so total Schaden machen und so. Der wird wahrscheinlich richtig lange gehen und so. Aber naja. Ja, ich mache nur 50 Parts. Ja, das habe ich jetzt schon mal angekündigt. Weil ich irgendwann, naja, habe viele Projekte hier im Schrank stehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe viel, was ich unbedingt schon mal machen wollte und auch... Ich habe mir heute gerade, in dieser Aufnahme, habe ich mir Cry of Fear wieder installiert, weil ich das unbedingt, habe ich gesagt, komm, du hast es angefangen, dann ging es nicht mehr, war kaputt das Spiel, hast du abgebrochen, mach nochmal. Das Spiel hat, es hat mir einfach, ja, damals auch schon so richtig Spaß gemacht, das mit euch zu zocken. Und ja, ich würde es auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr wieder so fleißig zuguckt wie beim letzten Mal. Wer das letzte nicht gesehen hat, da ist, naja,
der geht jetzt einfach mal auf meinen Kanal, aber guckt erst dieses Video zu Ende. Dann geht er auf meinen Kanal, gibt dort oben Cry of Fear ein und wird sich die Videos einmal alle nacheinander nochmal angucken, weil es mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und so, ich hoffe auch, dass es euch dann noch sehr viel Spaß macht. Schreibt, ja. Naja, ihr wisst ja schon. So meine ich das. Eigentlich wisst ihr, wie ich das meine, also die, die mich öfter gucken. So, und dann habe ich auch noch eine Frage, soll ich mal was mit Facecam machen? Hätte ich ja schon irgendwie mal Lust, zum Horrorspiel auch mal mit Facecam zu zocken, oder? Ja. Das wäre auch noch so eine Frage, ob wir das mal angehen wollen, ob wir mal so ein paar Versuche mit der Facecam machen wollen und so. Ich weiß das nicht, muss... Deshalb habe ich frage ja gerade, wie ihr das findet. Schreibt es doch mal bitte auch in die Comments. Ich würde mich sehr darüber freuen. Aber... Na gut, dann sind wir jetzt hier gleich sogar schon erstmal jetzt fertig mit dem Trümmer beseitigen. Scheint mir so. So, zwei Trümmer haben wir noch. Wo denn? Nee. Wir haben nur das verlassene Gebäude hier vorne. Und dann... So, jetzt ist erstmal die ganze Stadt wieder ganz. Ne, noch nicht ganz. Wir müssen die Straßen noch wieder neu machen. Hier, wo wir die... Ich glaube, drei waren das. Hier auch noch. Hallo. So. Ach ja, hier hinten fehlt ja auch noch. Und dann muss da auch noch der Bahnhof wieder rein. So, wo haben wir ihn? So. Busse, nee, wir wollen... Straßenbahn? Nee, Züge. Züge. Genau, hier. Ach ja. Da muss da nochmal ganz kurz so ein kleines Stück Straße weg. So. Hallo. So, und dann. Bumm. Kommt der Eisenbahn da wieder hin. Der Eisenbahn vor allem. Die Eisenbahn kommt da dann wieder hin. Wird auch wieder verbunden. Und dann ist die Stadt wieder komplett aufgebaut. Ich muss einmal ganz kurz streng. So. Was machen wir jetzt noch? Keinen Plan. Bereits zuvor eine Brandserie, kein Zufall gewesen sein. Steckt dahinter ein Brandstifter. Brennt aus Kontrolle. Ihre Hausnachrichten heute um 11. Es ist doch schon 1 Uhr. Die Krankenwagen von Prärieland kommen mit Blaulicht zur Hilfe. Wir sind Prärieland. Wir sind Polomino. Ach, das hinten ist Prärieland. Ah, ist auch gut. Dann sollen die mal herkommen und mal helfen und so, ne? Sollen wir mal in die andere Stadt gehen? Ja, ne? Ah, da... Halt! Stopp! Halt! Stopp! Straßen! Bumm! Können wir das auch noch mal? So, verbinden wir da jetzt einfach einmal und gucken mal, können wir da noch... Ja, können wir mal eigentlich ganz kurz vielleicht ein paar mehr ansiedeln. Vielleicht kommen ja neue noch, die noch hier wohnen wollen und so, ne? So, jetzt habe ich keine Ahnung, was ich gerade tun soll, um ehrlich zu sein. Stadtansicht oder vielmehr Großprojekt, dafür brauchen wir erstmal ja 1 Million, ne? Also starten Sie den Bau. Ja, aber dafür brauche ich 1 Million. Was ist das überhaupt? Archäologie. Um dieses Meisterwerk menschlicher Baukunst zu erreichen, brauchen sie ausgebildete Arbeiter und Ressourcen. Das dichte Ökosystem enthält alles, was eine riesige Gemeinde braucht. Die Sims leben hier. Viele von ihnen werden jedoch in anderen Städten der Region pendeln müssen, und um dort zu arbeiten, zur Schule gehen oder in oder ihre Einkäufe zu erledigen. Ja, da fahren wir ja mittlerweile einen Zug. Okay, jetzt gehen wir erstmal in die Stadtansicht. Und ich sag dann jetzt, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play SimCity. Es hat mir Spaß gemacht. Bis dahin. Tschüss.